Hallo, hier ist der Tom Freudenthal und ich habe neulich eine Frage gekriegt, die ging so ähnlich. Ich finde es in bestimmten Themenbereichen echt schwierig, mitreißend zu sein. Wie mache ich denn das, mitreißend zu sein? Dahinter steckt natürlich die Idee, dass nur dann die Leute tun und lernen, was du dir vorstellst, wenn du mitreißend bist. Da ist schon mal der erste, glaube ich, schwierige Gedanke drin, nämlich, das hängt nicht so wirklich davon ab, ob du mitreißend bist oder nicht. Du musst für ein gutes Seminar kein charismatischer Redner sein, sondern das hängt eher davon ab, ob die Teilnehmer sehen, dass sie von dem, was du ihnen anbieten kannst oder was du ihnen vorschlägst, wirklich was haben. Es geht also nicht so sehr um dich, mitreißend sein und charismatisch, auch schön, aber nicht wirklich notwendig, sondern es geht darum, dass du den Fokus wegnimmst von dir selber hin zu den Teilnehmern. Und in dem Moment, wo du das machst und eher schaust, was brauchen die? Wo wollen die hin? Wie kannst du denen helfen? Wie kannst du die unterstützen? Ist das Problem gelöst? Verstehst du, wie ich meine? Also es ist mitreißend sein. Klar, ich meine, was natürlich schon hilft, das ist schon wirklich wahr, wenn du von deinem Thema überzeugt bist und tatsächlich weißt, das, was du vorschlägst und deine Lösung funktioniert echt. Und du findest es auch wichtig. Und du hast auch einen inneren Drang, das weiterzugeben, weil du weißt, das ist notwendig, das entspricht dir und das ist auch tatsächlich wichtig, um die Welt ein klein bisschen besser zu machen. Ja, das hilft schon, aber es ist, wie gesagt, nicht die entscheidende Frage. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du irgendwie kongruent bist und authentisch. Und das geht natürlich nur, wenn du hinter deinem Thema stehst. Aber weitergehen muss das nicht unbedingt. Der nächste Schritt ist, den Fokus von dir wegzunehmen, zu den Teilnehmern hin. Und zu überlegen, wie kannst du dem am besten helfen? Und dann musst du gar nicht mehr mitreißend sein, dann funktioniert das auch so. Alles klar. Wunderbar. Wenn du Fragen hast zum Thema, wie macht man Seminare besser, wie kriegt man die voll irgendwie oder was zu diesem Thema erfahren und erlebt hast schon, dann schreib das doch einfach mal unten in den Kommentar. Wir gucken da häufig rein und schauen, ob wir da neue Fragen finden, mit denen wir uns beschäftigen können. Und dann mache ich dir vielleicht auch ein eigenes Video zu diesem Thema, was du da vorschlägst. Okay? Alles klar, bis dann. Tschüss, dein Tom Freund.